Wie sieht's denn aus da oben? Gut. Gut. Könnt ihr mich eigentlich hören, ihr Schwestern hier auf dem Schiff? Was willst du? Ja, wir können dich hören. Wie viele Menschen haben wir eigentlich hier gerade an Bord? Könnt ihr mir das sagen? Ja, sie nennt dir die Zahl. Müsste ich jetzt gerade mal durchrechnen. Dann machen wir das mal. Die Söldner sind gefangen. Das sind drei. Mit Jasper und Lupdiel sind das fünf. Dann haben wir das einfach mal. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon mal 11. Rechnet mal bitte mit. Zählt mal bitte mit. Dann haben wir 4, sind 15. Hier sind noch mal 5 Stück, sind wir bei 20. Hier sind nochmal 5, sind wir bei 25. Das sind 6. Sind wir bei 31. Ist das richtig? Jo. 31. Und die 4 Söldner, die hier und hier stehen? 31 und 4 sind 35. Hattest du uns da jetzt schon drin? Genau, die Helden, die sind jetzt nicht an der richtigen Stelle, weil du bist ja irgendwie oben und Fiona hat sich dann auch verrückt. Aber so wie ich das jetzt richtig gesehen, ja, die hab ich mit drin gehabt. Jeweils 10, ne? Ach so, warte mal, ja, stimmt, warte mal, die Ja, Schlechter hatte ich 5 noch sind nicht das mehr drin. jeweils. Wir waren bei 35. Das sind 6 und das sind auch 6, 7, 8. 49. Dann nennt sie die Zahl 49. Und ihr seid in der Lage, das Schiff zu kontrollieren ohne Hilfe von irgendeinem von ihnen. Wir sind das Schiff. Neben dir steht mal wieder die Maraskanerin. Ich erkläre dir jetzt die Regeln, Ephadaios. Dir. Aber nicht Brindigian. Du kannst das Schiff bewegen. Ganz normal, so schnell wie wir jetzt ungefähr sind. Allerdings gilt dabei, dass wir auf unseren Spinnenbeinen langsam beschleunigen müssen. Wir können natürlich auch zu einem Sprint ansetzen, einem Sprint über das Wasser. Das kostet aber mehr Kraft. Wir können uns durch pervertiertes Meerwasser und das von Efferts Reich bewegen. Das ist allerdings etwas anstrengender. Und wir können uns übers Land bewegen. Wir können Humeria erwecken, wenn wir denn noch welche haben. Allzu viele sind uns nicht geblieben, aber wenn man weiß, wo man neue bekommt, dann kann man auch diese wieder aufrüsten, nachstocken. Wir können mit, nun ja, magischen Brandgeschossen nach unserem Gegner greifen und sie aus den Astlöchern verschießen. Wir können unsere Ranken und Zweige benutzen. Wir können andere Seegefährte angreifen, so sie denn neben uns sind, oder Mauern von Küstenbefestigungen aufbrechen. Wir können Schäden regenerieren und, das ist das Beste, Räumlichkeiten umformen. Dann stimmt es also. Du bist die tiefe Tochter. Nenn mich lieber Herzogin. Den Titel Tochter finde ich doch etwas ungünstig. Denn immerhin war ich es, die viel länger als Effert über die Reiche geherrscht hat, bis er mich verdrängt hat, der Zornige. Der meint es besser zu wissen, aber eigentlich tut er das nicht. Der Zeit vor Effort. Und Selbstverständlich. über welche Meere willst du da geherrscht haben? Über alle. In einer Zeit vor den Menschen habe ich über alle Lebewesen unter dem Wasser geherrscht. Aber jetzt ist es mein Herr Effort, der die Meere kontrolliert. Der Bist du ist dir da klar auch. sicher? Nun. Du versuchst sein Reich wieder an dich zu reißen, oder wenn das stimmt, dein altes Reich. Aber auch wenn ich irgendwann zu dir kommen werde und dann deinen Befehlen folgen muss, noch kommt Blut, warmes Blut und frische Seeluft durch meinen Körper.
Und bis dahin werde ich das Schiff nutzen, um dir deine Rückkehr zu erschweren. Bist du dir sicher mit diesem warmen Blut? Aber ich möchte dich auch gar nicht verunsichern. Das, was ich dir sage, ist die Wahrheit und daher werde ich dich nicht mit Lügen beschäftigen. Nein, ich werde dir nur eine Option bieten, beziehungsweise mehrere Optionen. Natürlich könntest du versuchen, mich zu bekämpfen, aber wäre es nicht viel stilvoller, wenn du dich mir anschließt? Immerhin könntest du so dieses Gefährt kontrollieren, dieses Schiff, diese Macht. Zudem kannst du hier die Freunde beschützen, die dir so wichtig sind. Geradeaus grübelt bei ihren letzten Worten. Habe ich dir je irgendwie Unrecht getan? Du hast mir schon große Macht geschenkt. Die Fähigkeit zur Zauberei. Und ich kann dir auch Wissen schenken. Nicht nur das Wissen um die Zauberei, sondern wie war das mit deinem alten Lehrmeister? Piendo? Ich weiß, wo er geblieben ist. Ich weiß auch, was passiert ist. Was passieren wird. Auch wenn es nicht meine Meere sind. Aber... Naja, Piendo wurde dir nicht von mir genommen, sondern von dem launischen Effort. Ich habe ihn gesehen in einer meiner Visionen. Ich weiß noch nicht, wo es... Ich habe eine... Das ist ein Thema für eine andere Zeit. Ich habe mein Leben gegen das von Erlan getauscht. Aber jetzt will ich hier alle 49 an Deck zu einem sicheren Hafen bringen. Was wird mich das kosten? Nichts. Ich bin eine großzügige Göttin. Gut. Dann sollten wir Fahrt aufnehmen. Steuerfrauen, setzt da schaut immer auch hoch, ob es sowas wie Segeln gibt. Mit voller Geschwindigkeit voraus. Ein weiteres Rucken zieht durch die Arche. Kurz müsst ihr euch festhalten. Ihr seid nicht ganz sicher, was passiert ist, aber die Arche bewegt sich schneller und mit ihren 8 Spinnenbeinen schnellt sie über das Wasser. Eine weitere Einschätzung von Fiona. Ihr habt eure Geschwindigkeit mindestens verdoppelt. Ach, Brindisian, habt ihr einen Befehl gegeben? Ich hab gar nichts befohlen. Was? Die Richtung bleibt die gleiche. Ich ruf mal nach unten, so geht das nicht! Ich würde mich dann auch mal bei meinen Kameraden, die zusammen mit mir Karten spielen, verabschieden und meinen, ich schau mal, was hier abgeht. Hier, ich leg die Karten offen hin. Ich bin aus dieser Runde raus. Würde dann auch mal da zu den anderen laufen und gucken. Was ist hier los? Jalan, du bist wieder wach? Was passiert hier gerade? Das Schiff bewegt sich wohl schneller. Magister, wollen wir wohl mal mit den Steuerfrauen reden und schauen, warum sie mit eigenem Willen agieren? Lass uns einmal Efadaya fragen, ob wir zumindest noch den Kurs halten. Ich habe schon befürchtet, dass die Steuerfrauen nach ihrem eigenen Sinn handeln. Ja. Aber solange sie den Befehl noch erfüllen und dorthin fahren... Segel am Horizont! Verfluchte. Habt ihr das Schwert noch? Ja, natürlich, hier. Gut, verliert es nicht. Was, ich bin ja oben, was sehe ich denn? Ein Segel, beziehungsweise zwei Segel, tiefschwarz, blutig rot. Eine Dämonenkrone über einem Tor. Heraldik. Oh Gott. Tiefschwarz, blutig rot. Ist es beim Wissen? Das müsste bei Wissen sein. Ja, das ist dein Wissenstalent. Das ist Wissen, ja. Können wir das auch machen? Ich hab keine Heraldik. Klar, ihr seid jetzt alle irgendwie oben. Ihr dürft alle proben. Ragnar wird auf jeden Fall als erstes erstmal gucken, ob wir auf Richtung Porte des Grauens zusteuern. Kann man das auf irgendwas ableiten? Geschichtswissen. Hab ich auch nicht. Aber Ragnar weiß es so. Das kann nichts Gutes sein. Dann sterbt ihr nicht dumm. Ragnar, ich werde dir etwas schreiben. Äh,
Sie nehmen auf alle Fälle Flaggensignale mit euch auf. Das könnt ihr aus der Entfernung schon sehen. Die zeichnen sich gerade da ab und ja, fahren wohl auf euch zu. Kurs wird korrigiert, sodass sie auf euch zuhalten. Das ist, es ist eine zweimastige Talucke. Das ist ein Schiff von Zeran, dem Buckligen. Und, von Zeran? Kann man diese Flaggensignale erkennen mit Seefahrt 11? Verbindung aufnehmen. Wir sitzen auf einer riesigen Dämonenarche. Wir müssen nicht tun, was die von uns wollen. Ich schlage vor, wir fahren einfach weiter. Geschwindigkeit rausnehmen. Die Frage, kennt man Xeran, den Buckligen, oder kann ich da... Geschichtswissen, dann erzähle ich dir was zu Xeran. Ich habe kein Geschichtswissen. Sagen und Legenden. Plus 5. Ich würde gerne wissen, was er will. Wie antworten wir ihm? Mit Flaggen. Haben wir hier irgendwelche? Mit Kanonen. Flaggen. Ja, danach. Aber erst will ich wissen, was er zu sagen hat. Wir sind nicht unbedingt in der Position, gut kämpfen zu können. Sonderlich ja, viel unterhalten kann man sich über diese Flaggensignale nicht. Wir sind was? Schaut euch um! Jalan. Jetzt haben wir hier diese Arche. Vielleicht wäre es gut, unseren Feind so lang wie möglich im Unklaren zu lassen. Ich war es eigentlich vor Oran schon leid, mich mit denen unterhalten zu müssen. Also, ich weiß nicht, entweder sollten wir sie versenken oder in Ruhe lassen, würde ich sagen. Aber Kontakt aufnehmen? Ich denke auch, dass wir nichts gewinnen können, indem wir uns mit denen unterhalten. Mal wieder steht neben dir die schöne Maraskanerin. Was hältst du davon, wenn wir sie fressen? Wenn wir uns selbst vergrößern? Verdient hätten sie es, aber... Wer ist denn dieser Kerl, Jalan? Welcher Kerl? Xeran. Ja. Einer der Heptarchen. Borberats Erben, wie sie sich selbst bezeichnen. Er sitzt in Mendena, wenn ich mich recht erinnere, und das Letzte, was man hört, ist, dass er und seine Piraten die ganze Turmbrische See hinauf alles Gold zusammenraffen, was sie in ihre gierigen Finger kriegen können. Man sagt, er schwimmt in Geld. Ich habe gehört, er soll einige Dreische aus den Heiligen Rollen in seinem Besitz haben. Einige was? Von was? Dreische. Aus den Heiligen Rollen der Beni Hurek. Was auch immer er hat, eines Tages wird ihn die gerechte Strafe ereilen und wir werden seinen Kopf in einem Sack nach Gareth tragen. So wie alle anderen auch. Wir haben doch einige Söldner an Bord, nicht wahr? Aber ich denke nicht genug, um eine Talukke zu übernehmen. Kann ich kurz auf Seefahrt prüfen, um zu wissen, wie viel Mannschaft für gewöhnlich auf so einer Talukke ist? Ja. Okay. Oh, das sieht gut aus. Ja, geschafft. Ja, zweimastig, das heißt, das sind dann höchstwahrscheinlich schon mal 20 Mann pro Segel mindestens. Und dazu kommen dann ungefähr nochmal 30 Männer, die das Ganze wirklich fahrtauglich machen. Ein paar Söldner, die du noch drauf tust. Also mindestens 50, vielleicht mehr. Wir haben 20, vielleicht 30 kampffähige Mann. Ich müsste die Tobrian durchzählen. Die Valosaner. Und verlassen wir uns mal nicht auf die Piraten. Gartner würde währenddessen mal hier irgendwo Flaggen suchen. Würde jetzt nach oben in die Offizierskajüte gehen und danach gucken. Denkt doch dran, Jalan, ihr seid verletzt, ich bin verletzt, ich weiß nicht, wie es mit Ephadaios steht. Richtig, zusätzlich zu uns haben auch viele der, ich weiß nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, aber viele unserer eigenen Mannschaft Knochenbrüche erlitten und die Arche versuchte sie vielleicht auch nur zu zerschlucken oder zu zerquetschen, ich bin mir nicht sicher. Aber unsere Kampfkraft ist erheblich vermindert. Das sagte ich ja, deswegen sollten wir den Kampf vermeiden, denkt ihr nicht? Genau. Fressen wir sie einfach und dann fahren wir weiter. Fiona. Wir sollten uns auf keine Scharmützel anlassen. Wir könnten die Homeria auf ihr Schiff schicken. Wie viele haben wir von denen noch? Um Himmels Willen! Aber... Was denn? Wenn wir sie haben, können wir sie auch nutzen. Es ist eine Sache, in dieser Arche zu fahren, bis wir von Bord gehen können. Aber wir werden nicht auch noch diese Ungeheuer loslassen. Und wer sagt, dass er nicht die Homeria zu seinem Vorteil gegen uns nutzt und dann sind wir noch in der Unterzahl? Wer sagt, dass die Arche nicht versucht, die Homeria gegen uns zu nutzen, sobald sie erstmal wach sind? Das können sie nicht. Wir kontrollieren die Arche. Wir haben das... Brindijan hat das Schwert. Nein, wir kontrollieren die Arche nicht. Warum fahren wir denn eigentlich so schnell? Was hat Brindijan gemacht mit der... Warum sind wir auf einmal so schnell geworden? Ephadaios, fahren wir noch in die gleiche Richtung?
Ich wundere mich auch, dass wir so schnell geworden sind. Gib den Befehl zu verlangsamen. Dann wird Jalan sehen, dass wir hier das Schiff kontrollieren. Das beantwortet die Frage nicht, warum es plötzlich so schnell geworden ist. Ragnar, würfel mal eine Neugier. Ragnar ist gerade in die Offizierskajüte gelaufen, um nach Flaggen zu suchen. Ja, okay, Selbstbeherrschung. Ja, Selbstbeherrschung erschwert um Neugier. Och Mensch. Und ja, mach nochmal Goldgier dazu. Och Mensch. Och Mensch. Ah. Außerdem, das ist nicht toll. Wenn sich die Homerier mit unseren Feinden gegenseitig die Schädel einschlagen, meine, gewinnen wir da nicht in jedem Fall? Wie gesagt, die Arche könnte eine Gelegenheit sehen, uns von hinten zu überrumpeln. Wie gesagt, wir kontrollieren sie nicht. Wir bedrohen sie. Natürlich tun wir das, hast du nicht zugehört? Rede ich dann hier. Einfach das fass mal an dieses, also wenn du das Schwert dabei hast, an dieses Tuch von dem Schwert. Lass los, Ephadaios. Bleib stehen, Schiff. Das ist meine Aufgabe. Und dann rufe ich hoch zum... Nun hört auf euch zu streiten, da kommt irgendein anderes Schiff, wir müssen handeln. Richtig. Die Kinder hier. So, alle Mann auf Gefechtsposten. Bringt mal jemand die Fahnen herbei, Brindisian, was seht ihr, was hissen die? Brindisian ruft erstmal hoch, Steuerfrauen, langsame Fahrt voraus. Komm nach oben. Schnauze, langsamer fahren. Du musst nach oben kommen. Ja, hören wir das auch? Langsamer fahren. Ja, das könnt ihr auf dem gesamten Schiff hören. Es tut mir leid, ich kann sie nicht beherrschen. Benutzt das Schwert. Ja, Brindisian geht nach oben. Um Himmels Willen, gib das her, Brindisian. Was denn? Mach mal den Lappen auf. Nein! Du willst es doch nicht wieder anfassen. Ich habe es schon angefasst. Schlimmer werden kann's nicht. Nein! Doch, sieh es mal an. Du kannst kaum laufen. Jetzt hört mal auf euch zu streiten. Wir brauchen einen Plan. Verdammt nochmal. Richtig, dann geht hoch und kontrolliert das Schiff. Wir haben nur noch 10 Minuten, Boltmyria. Gut. Du da, Söldner! Bring mir die Fahnensammlung herbei. Was haben wir denn? Ragnar ist schon losgelaufen, Herr. Er wird wohl gleich kommen. Gut. Du da, Ugdan, nimm dir 3 Mann und besetz die Bordgeschütze. Vorne am ersten. Jawohl, Senior. Was soll ich machen? Ich betrachte sie mal kurz. Sieht sie kampffähig aus? Also OT, ich habe noch 10 LEP. Ich sehe also schon ziemlich zermatscht aus, aber ich sehe auf jeden Fall entschlossen aus. Und sie hat dir wahrscheinlich auch schon bei Gelegenheit erzählt, dass sie im Seekampf ausgebildet ist. Also. Dann sammel doch mal unterdeck die Söldner zusammen und wir halten uns bereit, falls wir geändert werden. Gut. Ich renne nach unter, also unter Deck. Ja, ich pfeife meine Knappen herbei und mache mich dafür bereit, dass Ragnar kommt. Dijan ist mit dem Schwert nach oben gelaufen, ne? Du kannst sehen, Sinnschärfeprobe, Schwert um 1W10. Schwert um 1W10. Erstmal eine W10 werfen. Efferdaios kommt mit, kann er das auch machen? Ja. Schwert um 8 Punkte. Ha, mach. Für euch beide. Ja, dann, keine Ahnung, wo Ragnar ist. Ihr lauft die Treppe nach oben und steht dann vor den Steuerfrauen. Gut, dann bring ich sie an. Halt das Schiff an. Bleib auf einem Abstand von 100 Schritt zu den beiden Schiffen. Die Geschwindigkeit wird rausgenommen. Und wie lange? Bis ich was anderes sage. Sie regelt sich so ein bisschen und du kannst sehen, wie sie wohl mit ihren Brüsten spielt. Xyliste. Ja. Brindisian ist tierisch genervt, geht dann aber wieder runter und auf dem Geschoss da drunter war doch irgendwie so eine Plattform, oder? Beziehungsweise wo man rausgucken konnte. Brindisian, warte. Hast du gemerkt, wie Jalan nach dem Schwert greifen wollte? Ja, ich hab's gemerkt. Du musst wirklich aufpassen, dass niemand an dieses Schwert geht. Ich versuch's. Ich hoffe, es war Übereifer, aber du hast recht. Ja, hier in dem Brückenturm, zweites bzw. erste Etage, könnt ihr sehen, wie hier wohl eine der Flaggenkisten, die hier neben dem Schreibtisch steht, aufgemacht worden ist. Ein paar Flaggen wurden rausgeholt und... wo ist denn Ragnar? Der steht in der Ecke?
und betrachtet wohl eine bronzene Schale. Hat sich wohl so ein bisschen darüber gebeugt und seine langen Haare, ungepflegt wie sie sind, leicht fettig, hat sich noch nicht gewaschen, hängen da so ein bisschen strähnig runter und blickt in diese Schale. Wie, der ist jetzt hier in dem Zwischengeschoss? Der steht in dem Zwischengeschoss, genau. Der steht hier so und hier in der Mitte stand so ein bisschen der Schreibtisch mit den Flaggenkisten. Und hat sich jetzt hier wohl hingestellt und guckt da rein, ne? Stützt sich so ein bisschen an dieser bronzenen Schale ab und blickt verloren da rein. Ragnar, was ist mit dir? Du wolltest dem Schiff signalisieren. Was ist denn mit dem los? Und ich geh mal hin und fasst ihn an der Schulter. Was ist denn überhaupt in dieser Bronze-Schale, was mich da so fasziniert? Die Wahrheit. Ui. Du hattest sie gesehen. Ein, ja, Kelch möchte man ihn fast beschreiben. Den Tausend-Augen-Kelch, der dir die Wahrheit erschließt. Du hattest ihn gesehen, hattest die Flaggenkiste aufgestoßen und mit einem kurzen Blick zur Wand, die ihn dort gesehen, hingeeilt. Der sieht nämlich ziemlich wertvoll aus. Als du ein Tuch weggezogen hast, kannst du auf eine Wasseroberfläche blicken. Und sie zieht dich fast magisch an. Unfassbar wertvoll. Und dann kannst du sehen, wie hinter der Wasseroberfläche ein paar Augenpaare erscheinen. Ein kahler Schädel, ein Kopf von einem Menschen. Die Augen scheinen nicht ganz zu stimmen. Unwasser läuft darin. Sie ist bleich. Und ohne, dass du etwas sagst oder etwas zu ihr übermittelst, weißt du, was er weiß und er weiß, was du weißt. Du weißt, dass du vor Paligan stehst, der irgendwo in leichter Entfernung auf seiner 200 Schritt großen Plagenbringer sitzt. Und er weiß, dass die Arche übernommen wurde. Und er weiß, wo ihr seid und wo ihr hin wollt. Und er kommt. Okay, das ist nicht. Ja, dann, ne? Würde ich panisch auf die anderen beiden schauen. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Und ich würde diesen Krug da wieder hinstellen, da wieder ein Tuch rüberwerfen. Gebt dem Schiff Befehle, dass wir hier wegfahren. Sofort! Was? Warum das denn jetzt? Wir wollen erstmal mit diesem Schiff kommunizieren. Darion Paligan, er kommt! Wer? Du kennst Darion Paligan nicht? Den Heptarchen der Seen? Der blutigen See? Wir müssen hier weg, sofort! Gut, wenn du es sagst, Ragnar, Kurs wieder aufnehmen, Richtung Valusa. Nicht Richtung Valusa, sie wissen, dass wir Richtung Valusa unterwegs sind. Wohin dann? Irgendwo anders hin. Dann raus auf die hohe See. So ein Unsinn, wir fahren doch jetzt nicht ziellos irgendwo hin. Wir signalisieren jetzt erstmal diesen Schiffen und dann sehen wir weiter. Ragnar nimmt wortlos diesen Krug wieder unter dem Tuch hervor und drückt den Prindician in die Hand. Ja, es ist kein Krug, es ist eine Schale. Eine Schale aus Bronze, ich muss gerade mal gucken. Ja, eine leicht beleuchtete Wasserschale aus Kupfer, 4 Spannen im Durchmesser. Und daran dann wieder dieses leuchtende Wasser mit der absoluten Wahrheit darin. Mal kurz, Ote, kenne ich den Paligan denn? Ja, das ist dann eine Frage. Als Maraskaner vielleicht, ich sag mal wieder Geschichtswissenprobe. Ich erschwere sie dir um 5 Punkte, denn bisher ist dieser Paligan gar nicht so sehr in Erscheinung getreten. Während einfach daraus dem? Auch für dich ist das eine Geschichtswissenprobe, allerdings dadurch, dass es das andere Ufer ist, um 10 Punkte sogar. Ja, vermutlich mal von ihm gehört. Ja, weißt du, Ote, wer das ist, Paligan? Ja, ich weiß, wer das ist. Gut, dann hast du IT, das wissen wir noch. Sehe ich irgendwas in dieser Schale, die mir Ragnar jetzt hinhält? Ich schaue auf jeden Fall auch rein. Wenn du reingucken möchtest. Ja, na klar. Ja, du blickst hinein, Wasser, es leuchtet. Und dann ein Ziehen in deinem Gesicht. Fast genauso wie das Ziehen an deiner Wirbelsäule, als du an diesem Raum vorbeigegangen bist, der Tore der Niederhöllen. Wirst du hinuntergezogen und du spürst es.
die Pulse, die durch dich dringen, das Archenherz unter dir, was immer noch pocht und puckert, die Bewegung der Arche, wie langsam die Geschwindigkeit aus den Beinen genommen wird und ihr langsamer auf dieses Schiff zumarschiert, und dann siehst auch du Darion Palligan. Ah, stell das Ding weg, Ragnar. Ich möchte, während Bundigian in diese Schale guckt, das Schwert ergreifen. Ja, ich pack die Schale wieder weg. Bundigian, du spürst, dass da nicht nur ein Archenkapitän war. Du spürst, dass da 2, 3, 4, mindestens 8 Archen waren. Ja, Gondian ist völlig irgendwie groggy gerade. Taumelt so ein bisschen zurück, nachdem er gesagt hat, dass Ragnar diese Schale wieder wegnehmen soll. Kriege ich da eigentlich noch mit, wenn Effa da ist und das Schwert wegnimmt? Ich sag mal so, du darfst eine Selbstbeherrschungsprobe, erleichtert um deine Magieresistenz, erschwert um 10 machen. Ja, MM dürfte okay. Nur 8 sein. Weißt du, gar nicht so schwer mit einer 10. Naja, erschwert um 2 dann. Genau. Ach du Scheiße. Ja, dann Ragnar wird wohl mit den Flaggen nach unten laufen und Ephadaios greift sich das Schwert. Du wirst doch stehen gelassen. Ja, Bundigian fasst sich an den Kopf, ist völlig im Eimer und geht erstmal auf die Knie. Interessiert sich überhaupt nicht für das Schwert. Deine also Position, Ragnar hat auch die Position deiner Freunde, du weißt, was Yalan getan hat, wie ihr Valusa verlassen habt. Du erzählst ihn von dem Horn. Ragnar würde auch nicht nach unten laufen mit den Flaggen, sondern Ragnar würde jetzt einfach Ephadaios, wenn er das Schwert in der Hand hat, zuschreien. Jetzt mach hinne, dass wir hier wegkommen, sofort, los! Wir sind gerade die Flaggen und die Kontaktaufnahme mit dem der Talucke scheißegal. Also ich möchte auch direkt ins Tuch reinfassen, um das Schwert am Knauf zu fassen. Ja. Und wenn das klappt, erweckt die Homere. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Du merkst, wie die Tentakel, der Knauf sich um dich schließt und die, ja, du weißt ja, dass dieses Schwert eine Parierstange besitzt. Diese Parierstange schließt sich jetzt um deine Hand. Ein Dröhnen geht durch die Arche und dann spürt ihr Bewegung unter euch. Das Holz arbeitet, es lebt und die Homeria werden freigegeben. Die Hibernatoren sind aktiviert. Kurze Frage, wo bin ich denn, um die tollen Soldaten oder die Kämpfer hochzuholen? Bin ich jetzt als Einzige da unten, wo die Homeria gerade erwachen? Du warst höchstens auf dem... Ja, warte, kurz, hier auf diesem Deck, Moment. Ja. Steuerung F. Auf diesem Deck standen eben noch die Soldaten und Söldner. Mhm. Moment, hier sind ja auch noch welche. Die könntest du mal überreden. Mit einer Überredenprobe erschwert um 5 Punkte. Ja. Kriegst du auch noch die Söldner von Tisal und die skrupellosen Piraten an deiner Seite. Und ansonsten kannst du dann, wenn du die von hier geholt hast, wieder nach da oben bringen. Die Homeria sind ganz unten im untersten Deck. Mit der Erschwernis ist das nicht Daru geklappt. Könnte sich revanchieren und die 20 für mich ausradieren. Ich habe keinen Chippy. Daru hat seinen Schicksalspunkt verbrannt. Gut, Schicksalspunkte werden auch nicht für den anderen ausgegeben. Damit soll es so sein. Die Söldner bleiben unten sitzen. Spielen weiter Karten. Da gehören sie auch hin. Um Himmels Willen, was rumort denn jetzt schon wieder da unten? Und wo bleiben die Fahnen? Ja, ihr habt euch, Moment, Ephadaios ist nicht da, Bandigian ist nicht da, so, der steht hier mit dieser Versammlung jetzt da unten. Und ja, die anderen laufen jetzt in Richtung der Harpunale und der Rotzen. Ganz kurz, wenn die jetzt weiter Karten spielen, dann schmeiß ich ihnen die Karten aus der Hand. Ich werde mich gerade mal jetzt zur Probe Ja, dann würfeln nochmal eine Überredenprobe und wenn die es nicht klappen sollte, erschwert um 5, dann greifen sie dich jetzt an. Mach keinen Scheiß.
Oh fuck. Nö. Ja, dann hast du jetzt, ich sag mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schlechter von Tisal. Und beziehungsweise den Schlechter von Tisal. Und du stehst in deren Mitte, hast gerade den Kartentisch beiseite getreten. Sodass diese jetzt gerade unter diesem Tisch begraben sind und die anderen ziehen ihre Schwerter, Äxte und greifen dich an. Kann ich nicht nach oben einfach rennen und hoffen, dass die so wütend sind, dass sie mir daherlaufen nach oben? Athletikprobe, Schwert um 10.